Ob die Backfastbiene das Ende der natürlichen Bienenrassen bedeutet, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von nordbiene.de. Im Jahre 1968 begann die Backfastbiene ihre Verbreitung in der deutschen Imkerlandschaft. Zuerst ganz langsam und zögerlich, dann ab ca. 1990 aber doch auf breiterer Basis. Ich selber konnte ab 1985 die Backfast kennenlernen, und zwar über Zuchtmaterial von Franz Fehrenbach. Er war wohl der erste Züchter in Deutschland, der die Bruder Adam-Biene hier züchtete und einführte. Der deutsche Mönch Bruder Adam hat diese Biene in seinem Kloster in Backfast in Südwestengland erschaffen. Erschaffen im Sinne von erzüchtet. In diesem Video möchte ich euch die Backfastbiene unter Naturschutzaspekten näher bringen und die Frage behandeln, sollte ich mich als Imker für die Backfastbiene entscheiden? Was genau ist eigentlich die Backfastbiene? Lassen wir dies in ein, zwei Sätzen Bruder Adam selber erklären. In seinem Buch Meine Betriebsweise sagte er, die Backfastbiene entstammt einer Kreuzung zwischen der Ligustica und der einstigen einheimischen Mellifica Großbritanniens. Es handelt sich hier um eine Kunstrasse, die im Laufe von etwa 50 Jahren entwickelt wurde. Soweit Bruder Adam im Jahr 1988. In der Zwischenzeit kamen viele weitere Kombinationen zur Backfast, zum Beispiel Kreuzungen mit der Anatoliaca-Biene Vorderasiens, der iranischen Meda-Biene oder der Sahara-Biene aus Marokko. Auch Bienen aus Kenia, Tansania und Griechenland wurden hierbei eingekreuzt. Alle diese Kreuzungen bilden heute den Grundstamm für verschiedene Kombinationszuchten innerhalb der Backfast. Die Backfast von heute ist also nicht nur eine Rasse, Backfast ist der Weg, wie Bienen erzüchtet werden. Nämlich durch Kombinationszucht. Kreuzungen werden über viele Jahre auf Erbfestigkeit gezüchtet, dann selektiert und dann in die eigentlichen Backfastkombinationen einverleibt. Züchterisch gesehen ist die Backfast also eine erbfeste Kunstrasse, eine Kombinationsbiene tatsächlich mit Stammbaum in den Pedigrees. Biologisch gesehen aber ist sie ein Hybridengemisch. Eine Hybridbiene, eine Kreuzung aus verschiedensten geografischen Rassen der Honigbiene Europas, Afrikas und Asiens. Unterarten also, die auf natürlichem Wege niemals zueinander gefunden hätten. Und hier liegt, so finde ich, ein Problem. Honigbienen sind ja bekanntlich die einzigen Haustiere in Anführungszeichen des Menschen, die mit ihrer natürlichen Umwelt interagieren. Die Teil des Ökosystems werden, in dem wir uns hier gerade befinden. Die sich auch mit anderen Honigbienenpopulationen kreuzen. Das ist ja genau das Faszinierende an unseren Bienen. Wir pflegen die Bienenvölker, sorgen für ein wohliges Zuhause und schützen sie vor dem Verhungern oder vor der Varroamilbe. Und dennoch müssen sich alle unsere Bienen in ihrer Umwelt, in der Natur selber behaupten. Versteht mich nicht falsch, die Backfast ist leistungsmäßig eine sehr gute, top durchgezüchtete Hochleistungsbiene. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will. Letztendlich entlassen wir tagtäglich Organismen in die Natur, die es von Natur aus gar nicht gibt. Es sind nicht nur nicht heimische Honigbienen, sondern es sind Kreuzungsprodukte von Bienen, künstlich erschaffene Hybridbienen sozusagen. Dazu noch aus völlig anderen klimatischen und geografischen Regionen. Wollen wir als Naturfreunde wirklich Hybridbienen haben, sozusagen weltweite Einheitsbienen? Wollen wir wirklich Bienen in die Natur entlassen, die es von Natur aus gar nicht gibt? Schwierig, oder? Schreibt mir eure Meinung gern in die Kommentare. Es gibt aber noch ein weiteres, viel schlimmeres Problem. Die Backfastzüchter sind weltweit extrem gut vernetzt. Züchterisch gesehen leisten sie eine sehr schwierige, aufwendige Zuchtarbeit. Backfastkönigin werden vor allem in wintermilden Klimabereichen massiv vermehrt, auf Sizilien zum Beispiel, ebenso wie auf Malta, in der Türkei, in Griechenland, in Italien und in Spanien. Was bedeutet das aber für die dort heimischen, ursprünglich heimischen Unterarten der Honigbiene? Durch die massive globale Zuchtarbeit werden die dort ursprünglich heimischen Honigbienenrassen verkreuzt
und damit unwiederbringlich ausgerottet. In Sizilien zum Beispiel gibt es fast nur noch Backfastbienen. Die heimische sizilianische Bienenrasse Apis mellifera sicula wurde fast gänzlich ausgerottet. Gleiches gilt für die Bienenrasse von Malta, Apis mellifera rutnerii, oder die Biene Kretas, Apis mellifera adamii. Beide gelten bereits als ausgerottet. Selbst in Italien gibt es kaum noch reine italienische Bienen der Unterart Apis mellifera ligustica. Alle wurden von den Backfastimporten verkreuzt und genetisch vernichtet. Weitere natürliche Bienenrassen werden zunehmend durch Backfastzuchten bedroht. Die nordafrikanische Apis mellifera intermissa, ebenso wie die anatolische Honigbiene Apis mellifera anatoliaca. Und selbst in Österreich, Ungarn, in Rumänien und auf dem Balkan wird zunehmend die Backfast eingeführt. Legal oder illegal, das spielt hier keine Rolle. Und damit wird die dort heimische Biene Apis mellifera carnica unwiderruflich zerstört. Es lassen sich noch viele weitere Beispiele anführen. Wir sollten daher nicht vergessen, mit jedem einzelnen Kauf einer Backfastkönigin unterstützen wir die internationale Backfastzucht und damit direkt die Ausrottung von autochthonen Honigbienen. Wir tragen zu einer Zerstörung der Naturrassen bei und damit zu einer Verarmung der biologisch-genetischen Vielfalt auf dieser Welt. Mit jeder gekauften Backfastkönigin zerstören wir die Artenvielfalt und auch die lokal angepassten Imkereien. Mit jedem einzelnen Euro tragen wir zur Entstehung einer Einheitsbiene bei. Intraspezifische Homogenisierung nennt das der Biologe. Mit jedem einzelnen Cent fördern wir letztendlich die Entstehung einer gentechnisch veränderten Biene, wovon manche Backfastzüchter jetzt schon träumen. Wollen wir dies als Bienenfreunde und Naturfreunde? Schreibt es mir gern in die Kommentare. Meine Meinung ist hier ganz klar. Diese Entwicklung finde ich richtig schlecht, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Schon immer war ich ein Freund der Artenvielfalt und der Arterhaltung. Und das gilt auch für die Unterarten der Honigbiene. Ich finde es richtig bitter, was hier weltweit mit den seltenen Bienenrassen gemacht wird. Diese werden nämlich geopfert unter dem Vorwand einer leistungsmäßig besseren Biene. Denkt mal drüber nach und überlegt euch, ob ihr euch in Zukunft noch guten Gewissens eine Backfast kaufen wollt. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!